Ja, mit zurück bei Third Age Total War mit Mordor. Ja, und wir haben West-Osgiliath verloren. Das ist total traurig, aber wir haben unsere Armee wieder hier aufgefüllt und nochmal passiert uns das nicht. Hoffentlich. Zumindest Ost-Osgiliath wird noch ein bisschen uns gehören. Ja, Cair Andros müssen wir noch ein bisschen verstärken. Sonst wird überall was gebaut. Und wir sollten eigentlich mal eine Runde weitergehen, denn mehr Geld haben wir nicht. Also lohnt es sich nicht, also etwas anderes noch zu machen, außer hier Däumchen zu drehen. Eventuell müssen wir da oben gegen die Rebellen kämpfen. Vielleicht auch nicht. Oh, eine Armee zieht sich aus West-Osgiliath zurück. Das ist gut. Das freut mich. Dann greifen wir da gleich wieder an und holen uns die Stadt zurück. Und verteidigen die dann ordentlich. Mit richtigen Einheiten. Und sie schlagen uns tatsächlich gegen unsere Köpfe. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir gegen Spinnen auch was ausrichten können. Bin ich mal gespannt. Gebt ihr Hoffnung nicht auf. Gandalf ist der bedeutender, als ihr Auenländer wisst. In der Regel kann man nur seine Witze und Spielereien erkennen. Aber diese Aufgabe... Pause. Jawohl, die Spinnen kommen. Ich habe Angst vor Spinnen. Muss ich ja ehrlich sagen. Also nicht jetzt in Wirklichkeit, sondern hier in Total War. Spinnen sind keine coolen Einheiten. Ah. So, da kommen die Spinnen. Hängen alle am Tor fest, gut. Das ist schön. So, Leute, es ist zwar kalt, aber ihr solltet dort... schwere Kavallerie ist das. Ekelhaft. Was? Was? Alter, wie fetzen sie denn unsere Ork-Plünderer weg? Alter Schwede. Ach du meine Güte. Ja, okay, sind ja als Kavallerie gelistet, aber... Ja, aber... Das finde ich aber nicht witzig. Lauf mal lieber hier weg. Ich werde einfach so hochgeschleudert, das ist es. Und schon wieder hier, einfach durchrennen. Oh nee, das ist nicht gut.
Okay, fürs nächste Mal wissen wir auf jeden Fall, dass ich die Ork-Plünderer nicht gegen Spinnen vorderste Front setzen muss. Sollte. Na, ihr nicht. Ihr nicht. Bitte nicht. Oh, 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 oh. Das ist doch... Alter Schwede, Mann. Was ist denn das hier? Wie beim Wunschkonzert von was auch immer. Die jumpen einfach so durch meine Leute durch. Ja, das ist... Das sind Truppen, die mag ich hier überhaupt nicht. Das interessiert die gar nicht, dass die angegriffen werden. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt gegen machen soll. Meine Speerträger sind zu langsam, als dass sie die ganze Zeit hinter denen herrennen können. War jetzt deren Gegner, deren General getötet? Nein, wir haben unseren General verloren. Ah ne, gegnerischer Heerführer gefallen. Unfassbar. Mach die Spinnen tot. Bitte beenden. Ja, klarer Sieg. Da haben wir dann doch ein paar mehr Leute verloren, als ich gedacht hätte. Das ist wirklich doof. Das hätte man auch anders lösen können. Aber okay, man lernt aus seinen Fehlern. Man lernt aus seinen Fehlern. Damit gehört uns die Stadt dort oben auch noch. Kriegsbeute, hervorragende Kunde. Ja, unsere tapferen Krieger haben einige Trosswagen der Feinde aufgespürt und erobert. Wenn wir das gefunden haben, Gold uns die Möglichkeit geben, deren Feind, dem Feind noch mehr schmerzhafte Niederlagen beizufügen. Nein. Oh, da ist nur noch Fürst Boromir drin. Eine extrem starke Einheit natürlich. Ah, stimmt, wir müssen die ja erst belagern, dann danach können wir angreifen. Verdammt. Ah, hier können wir nichts machen. Gebaut wird überall schon etwas. Wir können hier noch was rekrutieren. Hier ist alles zu teuer, als dass man etwas bauen könnte. Aber wir können diese Truppen mal nach vorne schicken. Mal eher nach... Ah, ich weiß ja nicht. Da... Ne, lieber nach hier. Get ready for fighting. Get ready for fighting. Ja, das machen wir ja schon. Listen up. Ah... Minas Morgul hat auch Einheiten ausgebildet. Ja, stimmt, stimmt. Liedergerber. Come and get me, you coward. You coward. Nö. Unser Reich besitzt nun die mächtigste Streitmacht Mittelerdes. Jawohl!
Endlich haben wir es wieder geschafft. Gebieter von Minas Morgul. Plus ein Gesetz, plus zwei, drei Loyalität, plus zwei Furcht. Der Typ wird immer besser. Was noch? Aufseher von Morgul-Tal. Vom Morgul-Tal, achso. Minas Idlid. Ja, okay. Okay, okay, okay. Müssen wir auf jeden Fall in einer ganz neuen Ebene denken. Mit Rohan zusammen. Ja. Das ist natürlich blöd. Aber okay. Können wir hier was drin bauen? Oh, eine Brandrodung. 800. Immer jeder mit. Na, dann hoffe ich doch mal, dass in der nächsten Runde da auch ordentlich was passiert mit Geld etc. Ja, schauen wir doch mal. Ja, ja, die Waldelben. Ich habe Angst, dass die uns mal angreifen. Isengard. Orks von Gundabad. Die Ruhen. Danke für die Einheiten übrigens. Nagduf. Sleeping here. Get ready for fighting. Get ready for fighting. No sleeping here. Pick your feet up. Jawohl, so, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ein bisschen, aber nur. Mächtigste Seite ist wiederum Gondor geworden jetzt. Oh, tatsächlich. Volkswachstum plus 0,5%. Ja, hätte ich das gewusst, ne? Dann wäre ich jetzt auch nicht schlauer. Und oben kann man jetzt wieder Truppen ausbilden. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Hier allerdings nicht mehr. Wachen von Minas Morgul könnte man ausbilden, aber geht nicht. Wären die Gebäude nicht alle so teuer, dann würde ich da auch wesentlich mehr schaffen. So, Armee, Kräfteverhältnis. Wächter der Zitadelle. Attacke. Das dürfte jetzt keine große Sache sein. Denn wir wissen ja, West-Osgiliad ist eine Stadt, die man leicht einnehmen kann. Von Mordors Seite aus. Positionierung starten. Ach, das sind die Wachen aus Minas Morgul. Wunderbar. Eigentlich will ich nur die Bogenschützen benutzen, aber ich denke, da müssen wir einmal ranstochern. Die sehen ja cool aus, auf jeden Fall. Die Jungs hier von Boromir. Bedeutet aber, dass wir, wenn wir diese Schlacht gewinnen sollten, eine bedeutsame Persönlichkeit aus dem Herr der Ringe-Universum umbringen. Das ist natürlich sehr schade für alle Freunde des Films etc., aber ich möchte auch kein Gebäude angreifen. Dann können wir von da aus schon schießen. Mal gucken. Tatsache. Treffsicher dürften die allerdings nicht sein.
Kommen wir überhaupt welche an? Naja. Nicht wirklich. Oh, ist schon einer gestorben? Haben sie eine Einheit verloren? Nee, scheinbar nicht. Na gut, dann nehmen wir die Jungs auch noch mit. Die Einheiten dürften auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser sein als die normalen Speerträger. Die man natürlich auch nicht vernachlässigen darf. Das ist auf jeden Fall richtig. Wollen wir mal schauen. Sie können schon feuern. Okay, anscheinend können sie doch noch nicht schießen. Ich dachte da eben das Symbol gesehen zu haben dafür. Bewegen wir uns halt noch ein bisschen weiter nach vorne. Wenn das eigentlich eine blöde Idee ist, mit diesen Bogenschützen dort den Feind irgendwie zu bekämpfen, dann eine Generalseinheit dabei hat. Das kann ein bisschen dauern. Okay, stopp. Das ist nicht sehr schlau. Wir sterben jetzt nicht zu viele Leute. If we continue like this, we will smash the enemy. Mehr Einheiten vom Feinde. Our men are in command of the castle. Das ist gut, das ist gut. Wunderbar. Wenn die sich da so reinbeißen, dann können wir vielleicht von hinten schön reinpreschen. Dann sind das ja auch nur Speerträger. Wir sehen ja schwere Infanterie gegen Speerträger. Ah, könnte besser sein. Vor allem mit so einem hinterlistigen Angriff von hinten. Bleibt abzuwarten. Ach.
Ich scheine jetzt nur noch auf meinen General zu chargen. Fehlt jetzt nicht so witzig. Mein General ist halt tot. Aber nur halb. Neun Stück. Schlacht fortsetzen. Wenn, dann will ich noch die restlichen Truppen hier mir schnappen. Auch wenn der General jetzt ein bisschen Schläge abbekommt von meiner Seite aus, ist es besser, wenn wir alle Einheiten des Feindes besiegen. Somit Boromir töten, der hier in der Mitte steht. Und nun auch endlich tot ist. Wunderbar. Da dürfen sich die Truppen freuen. Wenn wir jetzt nur 76 Leute getötet haben, wir haben einen wichtigen Feindesgeneral getötet. Damit fehlt eine besondere Persönlichkeit. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier auch noch die starken Einheiten der Runen drin. Agenten können wir mal hier so hinschicken. Mal zu schauen, was hier noch so alles ist. Nichts Großartiges, nichts Großartiges. Ah, aber Leibwache des Generals gefällt mir nicht. Dann noch lieber Wächter des Dingsbums. Nur so Speerträger ist auch besser. Gut, wunderbar. Dann haben wir das auch wieder erledigt. West aus Gilead gehört uns. Thoronburg dürfte uns auch bald wieder gehören. Oder bald wieder? Bald uns gehören. Und hier oben werden wir dann eine Streitmacht aufstellen wieder. So, wunderbar. Jetzt haben wir das auch noch erledigt. Und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.